Herr Kubin, und jetzt zu einer weiteren Frage. In China sind Sie anscheinend ein sehr gefragter und gefeierter Autor, erhalten viele Auszeichnungen, und Ihre in China veröffentlichten Bücher verkaufen sich dort sehr gut. Warum ist das hier in Deutschland und Österreich Ihrer Meinung nach nicht so? Ich habe gestern beim Vortrag gesagt, dass ich es zumindest sein möchte, nämlich ein Querdenker. Das heißt, dass man Dinge auch von einer anderen Warte aus denken, bedenken kann. Ich selber hoffe zumindest, dass ich ein Vertreter der freundlichen Hermeneutik bin, aber ich werde in China oft mal verstanden als ein sehr kritischer, zu kritischer Geist, aber mit dem, was ich offen sage und damit eben mich nicht als Leisetreter zu verstehen gebe, sage ich im Grunde genommen eigentlich nicht sehr viel mehr, als was Chinesen selber viel besser und auch viel kritischer sagen könnten. Aber sie ziehen momentan eher das Schweigen vor, im Gegensatz zu mir. Dass ich trotzdem eine Green Card bekommen habe, was viele für ungewöhnlich halten, hängt sicherlich damit zusammen, dass es mir wahrscheinlich in der Regel gelingt, die Dinge so einzupacken, dass sie noch akzeptabel erscheinen. Und dass ich Leute anscheinend doch nicht verärgere. Meine wissenschaftlichen und literarischen Werke werden seit langem ins Chinesische übersetzt. Und sie finden deswegen Zuspruch, weil ich viele Dinge zum Ausdruck bringe, welche, wie gesagt, Chinesen nicht unbedingt schriftlich niederlegen wollen. Und weil ich manchmal eben auch über Dinge nachdenke, die noch nicht in den Gedankenbereich von Chinesen unter Umständen gelangt sein können, aus welchen Gründen auch immer. Es mag damit zu tun haben, dass ich von einer anderen Tradition herkomme, nämlich von der Theologie her, von der Philosophie her und von einer sehr entfalteten Germanistik, die mir behilflich ist, Literatur, sprich chinesische Literatur, anders und neu zu verstehen. Meine Kollegen in Deutschland, das ist mein subjektives Gefühl, scheinen mich gar nicht zu lesen. Es heißt immer wieder, meine Beiträge oder Bücher wären komisch, nicht nachvollziehbar. Nun, ich bin kein typischer Sinologe. Ich habe ja erst Philosophie zu meinem Lieblingsfach an der Schule erkoren. Dann habe ich 2 Jahre lang Theologie studiert, voll studiert. Ich habe dann fest Philosophie an der Universität durchstudiert und auch Germanistik und noch andere Fächer. Und die Theologie, die Philosophie und auch die Germanistik bieten andere Interpretationsansätze als die Sinologie. Und normalerweise, wenn ich mich mit chinesischer Literatur oder Philosophie beschäftige, ist oftmals mein Ausgangspunkt die deutsche oder deutschsprachige Gegenwartsphilosophie. Das heißt also, wenn ein Philosoph über die Sehnsucht ein Buch schreibt, dann werde ich natürlich dessen Thesen verwenden, um über Formen der Sehnsucht in der chinesischen Literatur zum Beispiel nachzudenken. Und das empfinden viele als befremdlich und meinen, mich kritisieren zu dürfen, weil ich doch mit einem fremden Rüstzeug an die chinesische Geistesgeschichte herangehe, statt mich des chinesischen Rüstzeugs anzunehmen. Nun, natürlich werde ich auch nicht immer, aber doch oft chinesische Interpretationsansätze mit berücksichtigen, die aber nicht immer hilfreich sind. Manchmal, besonders im Falle der klassischen Dichtkunst, nutzt mir, was Chinesen vor 300, 400 Jahren zur Interpretation chinesischer lyrischer Texte gesagt haben. Aber im Falle der Philosophie sind die
guten Ratschläge in der Regel zu nichts nutze. Und da denke ich dann besser durch die gegenwärtige deutsche Philosophie hindurch mit den alten chinesischen Denkern.